Herzlich willkommen, Ben, Erik, Eva, Julian, Matja und Phineas. Hallo, also unser Projekt heißt QualiCode und der Name kommt von der Qualle und also von dem Tier und von Qualität, weil wir wahrscheinlich für viel Qualität sorgen. Und das ist von mir, ich heiße Eva, Ben, Erik, Mattia, Phineas und Julian. Genau. Also unsere allgemeine Fragestellung war, dass viele Jugendliche und Kinder anfangen wollen zu programmieren und nicht wirklich die Chance dazu haben und nicht wirklich wissen, wie sie anfangen können. Vor allem, wenn man keinen Informatikunterricht in der Schule angeboten bekommt oder da, wenn schon, kommt man manchmal vielleicht auch nicht mehr mit. Und deswegen ist unsere Website eine Möglichkeit, ein eigenes Lerntempo zu finden, um mit Programmieren zu lernen und ja, ist außerhalb der Schule. Und ja, unser Endprodukt ist halt einfach eine Webseite, die zum Einstieg in die Programmierwelt helfen soll. Und ich und Julian sind aus dem Design-Team und unser allgemeines Thema war Unterwasserleben und wir haben es so gemacht, dass wir das möglichst interaktiv gestaltet haben und dass es halt ansprechend für Jugendliche und Kinder ist. Und genau, wir haben eine Farbpalette, Lavender Rose und Hellblau. Genau, das werdet ihr auch gleich sehen, das ist auf der Hauptwebsite als Hintergrundbild und das haben wir selbst gemalt. Und das sind unsere Charakter, die einem so helfen soll. Also wir hatten so gedacht, dass sie einfach so mit Hilfe von Sprechblasen einfach die Aufgabenstellungen vorsagen sollen und dann auch so sagen sollen, ob es richtig war oder nicht. Also der Traurige ist, wenn man was falsch gemacht hat und der Fröhliche, wenn man was richtig gemacht hat. Genau, das war ich. Also für die Daten und Technologien brauchten wir erstmal HTML und CSS, um die Grundstruktur der Website zu bauen. Auf unserer Programmiertrainer-Website erklären wir zum Beispiel selbst, dass HTML das Skelett einer Website ist. CSS wäre dann der Körper, weil es für Stylen ist. Und JavaScript wären dann zum Beispiel die Muskeln, weil es für eine Logik ist, wenn man zum Beispiel auf einen Knopf drückt oder sowas. Ja. Die vordere Seite, also das Frontend, wo der User arbeitet, ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist das sogenannte Backend. Dort haben wir zum Beispiel unsere Datenbank mit den Benutzern. Es ist nämlich so, dass man sich anmeldet auf dieser Webseite, also erst registriert man sich natürlich, damit der Spielstand gespeichert bleibt, weil es wäre so ein bisschen semi-sinnvoll, wenn man jedes Mal, wenn man auf die Webseite geht, wieder von vorne anfangen müsste. Das wird dann auch nicht so viel Spaß machen. Deshalb haben wir da das Datenbanksystem MySQL verwendet, um dort die Sachen drin zu speichern, um da den ganzen Zugriff drauf zu verwalten und auch damit zu interagieren, haben wir dann die Sprache PHP verwendet, mit der wir auch die meiste Logik der Webseite gebaut haben. Ja, genau, jetzt werden wir eine Live-Demo von der Webseite machen. Also genau. Das hier ist die Startseite der Webseite. So sieht das aus, wenn man die Webseite betreten wird. Dann registriert man sich hier erstmal. Ich nehme jetzt hier beispielhaft mal irgendeinen Benutzername. Zum Beispiel nehmen wir hier mal, ich nehme jetzt hier, keine Ahnung, Jugend hackt. So, und als Passwort nehmen wir jetzt höchst sicher 123. Und haben uns hier erstmal angemeldet. So, jetzt müssen wir uns einmal nochmal einloggen. Wir hatten ja Jugend hackt mit dem höchst sicheren Passwort 123. Dann haben wir jetzt hier einmal angemeldet. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir hier oben angemeldet sind. Hier steht Jugend hackt. Dann haben wir hier ein Level. Das ist halt noch 0, weil wir bisher nichts bearbeitet haben. Können uns hier jederzeit ausloggen, falls wir nicht mehr weitermachen wollen. Aber der Spielplan bleibt trotzdem gespeichert. Und können hier direkt zur Levelübersicht gehen. Die sieht wie folgt aus. Hier sehen wir unsere ganzen verschiedenen Level. Und ich würde jetzt mal sagen, wir demonstrieren erstmal Level 1. Das heißt, ich klicke hier drauf. Na,
Scheiß Touchpad. So, hier, die erste Aufgabe wäre jetzt zum Beispiel, was sind Tags? Tags sind natürlich die Grundstruktur von HTML, für die, die es wissen, für die anderen wissen es jetzt. Hier haben wir zum Beispiel so eine kleine Erklärung. Ein Tag wird so geschrieben, hier haben wir jetzt einen Beispiel-Tag namens Test, hier irgendwas reingeschrieben und Test. Dann haben wir hier eine Aufgabe, die ist, schreibe anhand eines Test-Tags einen H1-Tag in Body. Das heißt, hier haben wir jetzt schon die Grundstruktur der Webseite vorgedruckt, damit man hier halt nicht mehr so viel machen kann. Und dann könnte man hier jetzt seinen Code reinschreiben. Ich habe das jetzt einmal so gemacht, habe ich schon in der Zwischenablage gehabt, damit ich jetzt nicht doof rumtippen muss. Aber kann man jetzt einmal auf Ausführen tippen. Dann sieht man hier jetzt schon noch auf der Seite, was der Code macht. Und jetzt können wir einmal überprüfen, ob dieser Code richtig ist. Und er ist falsch, warum auch immer er jetzt falsch ist. Aber hier würde jetzt die Webseite überprüfen, ob der Code richtig ist. Wahrscheinlich ist wieder so ein Leerzeichenfehler. Es sind nämlich noch ein paar Bugs in der Überprüfung, die wollten wir noch fixen, aber da war jetzt zeitlich ein bisschen das Problem. Aber im Grunde würde die Webseite einem jetzt sagen, ob man alles richtig gemacht hat. Und so könnte man sich halt gut direkt überprüfen, ob man es verstanden hat. Also als Ausblick, wir wollen die Passwörter in der Datenbank verschlüsseln, sodass wir oder Leute, die Zugriff zur Datenbank haben, die Passwörter von den bestimmten Benutzern nicht anschauen können und dass man weitere Programmiersprachen lernen kann und somit weitere Level freischalten. Dies war unsere Präsentation über unsere Webseite Qualicode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und gibt es noch Fragen oder Ähnliches? Ich habe, glaube ich, noch eine Frage. Als erstes wollte ich aber, glaube ich, einmal im Namen des ganzen Publikums sagen, voll gut, dass ihr einmal erklärt habt, wie genau HTML, CSS und JavaScript zusammen funktionieren. Ich habe schon ein paar verwirrte Gesichter vielleicht gesehen. Und ich glaube, es war eine sehr gute Idee, das einmal so zu erklären. Konntet ihr denn vorher schon HTML oder habt ihr es auch so nebenbei gelernt, während ihr das für andere geschrieben habt? Die meisten konnten HTML vorher schon, nicht alle, aber die allermeisten konnten es vorher schon, ja. Und ist es denn kompliziert? HTML ist eigentlich relativ einfach, nur das Backend war für viele ziemlich kompliziert, deswegen ist es halt nicht perfekt geworden, weil nicht viele Leute dran gearbeitet haben, nur einer, um genau zu sagen, deswegen... Also war es sozusagen schwer, dass wenn man selber das Links oder wenn man selber es hintippt, dass man dann diese Vorschau auch sehen kann, das war dann schwierig? Also im Grundsatz ist HTML an sich sehr einfach. Wenn man einfach nur einfache Webseiten gestalten will, wo erstmal was steht und keine Interaktion vorherrscht, ist es wirklich sehr einfach. Es gibt da wenige wichtige Befehle, die man halt können muss, so wie es halt in jeder Sprache ist. Und mit denen kann man dann halt das Wichtigste der Webseite zusammenbauen. Und es ist so, was auch noch recht einfach ist, das Design der Webseite mit CSS. Da muss man halt ein bisschen mehr können. Also es ist auch noch so, dass man es recht einfach lernen kann. Der schwierige Part an der Sache ist halt, wenn man Interaktion hinzufügen will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal JavaScript, kleinseitige Operationen. Also das sind Sachen, die direkt auf dem Computer ausgeführt werden, der die Webseite anschaut. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, das sind serverseitige Sachen, wie zum Beispiel Datenbanken, die direkt auf dem Server ausgeführt werden, wo halt... die Webseite drauf liegt. Das mit den clientseitigen Interaktionen sind noch also schon schwieriger. Das Level steigt halt immer an, aber noch so, dass man es halbwegs gut lernen kann. Aber im Backend wird es halt dann schon wirklich recht schwierig. Dafür finde ich aber, habt ihr es super, super gut gemacht und dass man es auch direkt so durchklicken könnte. Wirklich super cool. Ihr habt ja auch echt viel selber designt. Habt ihr das digital gezeichnet? Ja, also ich und Julian haben auf iPads gearbeitet und natürlich haben wir auch ein bisschen Inspiration aus dem Internet geholt, aber eigentlich schon Credit an uns. Ja, richtig cool.